Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar dem Horror-Giganten, dem Spiel Amnesia The Dark Descent. Ich habe mir die Freiheit genommen, eine halbe Stunde lang herauszufinden, wie ich dieses Spiel so hinbekomme, dass es auch auf der Aufnahme aussieht, wie ich es sehe, weil die Helligkeit überhaupt hingehauen hat. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Ja, bei den Optionen, genau, ist nicht mehr so viel. Ich habe auch die Sounds verändert ein bisschen, weil das Spiel viel zu laut ist, wenn man es nur hier drinne verändert. Wir beginnen einfach mal ein neues Spiel auf Normal. Und dann kann es losgehen. Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Gewitter? In Neuss? Ja, ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Mit J? Ah, mit M kann man schneller zugreifen. Okay. Folge die Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Genau, J haben wir das Menü hier. Tagebücher, Notizen und die Mementos. Hier ist eine Tür. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung anzünden. Die aktuelle Anzahl der Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Okay. Alles ist gut. Ist der Zustand glasklar. Und Zunderbüchsen. Amazing. Ja. Was haben wir hier? Oh. Beim Greifen eines Objekts drücke rechte Maustaste, um es zu werfen. Halte R gedrückt und bewege die Maus, um es zu drehen. Können wir nicht einfach hier... Scheint nicht. Ich hoffe sehr, dass... Okay. Ich hoffe sehr, dass die... Helligkeit hinhaut. Oh, uns geht's immer noch schlecht. Alles ist verschwommen. Okay. Ein ganz leiser Schrei. Raus geht's offensichtlich nicht, da hindert uns irgendwas dran. Und hier gehen Türen auf. Okay, drücke rechte Maustaste. Man kann damit... Oh! Wusste ich gar nicht. Das Spiel habe ich ja schon mal durchgespielt, aber... Aufgenommene Zunderbüchse. Ein Brief. Ah... Da kriege ich immer ganz leichte Gänsehaut, wenn es so laut ist.
dieses Atmen von Daniel. Das sehr interessantes Wappen. Ja, man merkt, es ist ein altes Schloss, weil überall sind Räume, wo man sich hinsetzen kann und Feuer angucken kann. Weil was soll man auch sonst hier drin tun? Gemälde angucken. Ich glaube, ich habe die aus Versehen gerade zugeworfen, die Tür. Oh, die Treppe gefällt mir gar nicht. Die hätte man echt schöner machen können. Ihre Schritte. Alles ächzt und knarzt. Okay. Rauche mal ein bisschen. Unserem Daniel scheint es nicht so gut zu gehen. Weiß nicht, was mit ihm los ist. Dort gehen Türen auf. Ja, da gehen wir ganz sicher rein. Hier ist ein dunkler Raum. Der Schmutz auf meinem Monitor ist nicht gut. So, der Schmutz ist weg. Zünden. Ist einfach nur eine Zunderbox. Büchse. Ja, wollte ich nicht. Oh oh. Ich habe das Gefühl, unsere leichte Kopfschmerzen. Ja, der geistige Zustand ist etwas schlechter geworden gerade. Tschüss. So. Das war's mit dem Let's Play. Ich habe Angst, dass uns hier drin mal was entgegenspringt. Hilfe. Oh, ein heller Raum. Oh, ein dunkler Raum. Holy shit, ist der dunkel. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird dein Geisterzustand allmählich verschlechtert. Zünde die Lichter in deiner Umgebung an mit der Zunderbüchse. Oder suche nach anderen Lichtquellen. Ja, okay, das brauchen wir in dem Raum nicht. Super. Das Spiel hat einen tollen Humor. Man findet diesen tollen, hellen Raum. Oh, alte Archive. Das erste, was passiert, wenn man da reingeht, ist, dass der Raum erstmal dunkel wird. Er fiel auf dem Küchenboden. Tränen liefen ihm übers Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Hochkobern. Beunruhigende Ereignisse verschlechtern auch den geistigen Zustand. Er wird besser, wenn man Rätsel löst. Ich hab mal übrigens die Fackel angemacht, weil hier ist alles dunkel. Ah. Unser Zustand gerade schlechter geworden. Oh ja, ist er. Ich dachte, da drin ist hell. Ist doch hell auch drin. Ja, nicht, was der hat. Der Olle. Daniöl. Daniel. Kakerlaken könnten ein Grund gewesen sein, warum es uns so schlecht ging gerade.
Oh, die Luft. Die Luft. Ja, also als normal sane Person, da wir auf dem Ground Floor sind, da hinten war ja der Eingangstor, würde ich einfach dieses Fenster zerdeppern und raussprinten. Aber das will er nicht. Einfach praktisch, wenn ich das kurz demonstrieren darf. So hier. Geht nicht. Hier haben wir nichts. Ja, dann mal weiter, ne. Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt? Kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Stand entzünden? Ah, okay. Ja, das ist ein Sound, der uns wahrscheinlich noch eine Ewigkeit begleiten wird. Das alte, krächzende Gebäude. Kürzen? Eine Zunderbüchse. Ich würde gerne wissen, was in diesen Zunderbüchsen eigentlich mal so drin ist. Weil eine Kerze, eine Zunderbüchse scheint mir ja ziemlich happig für so ein riesiges Ding. Burn. Öl. Sehr gut, ich habe Öl gefunden. Die Laterne verbraucht Öl, wenn sie angezündet ist. Für mehr Öl, klick im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol. Nämlich auf das Öl-Symbol. Sehr gut, jetzt können wir auch wieder gehen. 19. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Your former self, Daniel. Okay. Also hat er einen Trank getrunken, um zu vergessen. Die hat er ihn wahrscheinlich getrunken. Weil hier ist die Flüssigkeit hin und dann ist er der kaputten Flasche weggelaufen. Das sind wahrscheinlich die Trankreste oder sowas. Jetzt hat man gerade gesehen, wie wir ein bisschen saner wiederum. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich den Besuch vor, um ein schlechtes Gewissen darüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Hä? Um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten... Okay. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel.
and it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. The Inner Sanctum. Ein Ausgang. Tschüss. Und das hat nicht so gut geklappt. Das hier scheint dann offensichtlich die zweite Haupthalle zu sein, wenn man so möchte. Also das zweite Haupttor. Oh, wir füllen mal die Laterne auf. Und natürlich, das erste, was man sieht, wenn man reinkommt, sind Bücher. Ja, und wir sind in der Brennen- oder Brennerburg. Brennenburg oder Brennerburg? Jetzt war ich. Oh, Daniels Notiz an sich selbst. Achso, das haben wir uns vorlesen lassen. Tagebücher? Warte mal, steht das hier? Von Brennenburg. Das heißt, wir sind in der Brennenburg, hört sich. Ah ja, mit N kann man neue Texte lesen. Ja, das haben wir uns vorlesen lassen. Hört sich vertraulich nach Brandenburg an. Ja, die Namensherkunft dort ist ja die Brennerbor oder so ähnlich. Das slawische Burg. Brandenburg-Havel irgendwo stand. Notiz, nee, Tage. Was? Mementos. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann das aufgelöst werden? Ja, so. Oh. Kann weder per Hand noch per Werkzeug. Okay. Und nu? Ja, gut. Los, Let's Play beenden. Keller Vinaria, also Weinkeller wahrscheinlich. Labor. Lässt sich nicht bewegen, abgesperrt. Wir brauchen eine Crowbar. Tabularium. Lässt sich nicht bewegen, abgesperrt. Silent Hill Flashbacks. Spinnennetz. Ja, die Burg scheint schon mal bessere Tage erlebt zu haben. Sieht kaputt aus. Okay. Labor. Weinkeller. Labor hört sich erstmal freundlicher an, um ehrlich zu sein. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Ah. Ja, Konstantinopel. Istanbul heißt es auch. Jetzt so. Die Burg ist wirklich ein bisschen kaputt. Also ganz ehrlich, jetzt hat er schon Gäste irgendwie. Mich hier, der hier rumschlawinert. Und hier sieht's aus wie Wolle. Was ist denn das? Sag mal, ist hier auch irgendwas normal? Öl.
ekelhaft. There should be more coop rats. Let me see. And one part aqua force. Okay. Mit diesem tollen Kochrezept fürs Wochenende entlasse ich euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, lustig. Ich freue mich, wenn ihr Daumen da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, ja, Kommentar abonnieren, ihr kennt ja alles. Tschüss.